wir gucken uns Hochbetrieb im Polizeikommissariat Hannover-Mitte an. Da habe ich Bock drauf, Chat. Ist es nicht eine richtige Doku, ist eher eine Reportage, aber ich habe Bock auf so Polizeishit und Einsatz und so und da habe ich Bock drauf, ja. Okay, wir sind drin im Video, lehnt euch zurück, enjoyt Polizeieinsätze und wir sind mittendrin, statt nur dabei. Es geht los. Du sollst einen Meter zurückgehen. Das Fell ist schon recht dick geworden. In Hannovers Innenstadt liegt das flächenmäßig kleinste Revier in Niedersachsen, mit den meisten Einsätzen im Land. Heißt, hierbei handelt es sich eindeutig um Kokain. Hannover liegt auf Platz 3 der gefährlichsten Städte in Deutschland. Sie haben halt einen enormen Suchtdruck und dem gehen sie halt nach. Ist Hannover so schlimm, Chat? Das ist ja jetzt nicht der Zustand, womit man hier rumhängen sollte, oder? Einsatz in der Innenstadt von Hannover. Hanno 5931. Ja, wir fahren mit zum Brauhaus. Es ist Samstagnacht. In einem Lokal soll es eine größere Schlägerei gegeben haben. Oh, geil, direkt eine Schlägerei, nice. Wo sind sie denn alle? Alle da hinten runter? Polizeioberkommissar Patrick Liesch und Kommissarin Dana Tauch sollen den Einsatz aufnehmen. Kollegen sind schon vor Ort. Genau, das ist auch die Gruppe, die waren auch das. Ich hasse irgendwie so, ich hasse so Nightlife mittlerweile, Chat. Ich will einfach nicht mehr an der Gesellschaft teilnehmen. Ich will einfach für immer in Urlaub fliegen, reisen, zu Hause sein und sonst nichts mehr in meinem Leben machen. Ich will das nicht mehr, Chat. Ich will nicht mehr in die Öffentlichkeit. Also ich will nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr dran teilnehmen. Ich möchte einfach nicht mehr. Ich will einfach nur noch mit mir selbst sein, Digga. Und mit Leuten, die ich mag. Und alle anderen, ich will keinen mehr sehen. Wirklich. Es ist mittlerweile, ich habe keinen Bock mehr, Digga. Die haben sich gerade noch geprügelt. Die, oder? Nee, da hinten. Also, und alle gegeneinander oder ist es jetzt eine Partei oder sind es zwei Parteien? Ach, keine Ahnung. Mit Gästen drinnen. Also ist das eine Gruppe, die auf eine andere Beine gegangen ist? Okay. Die andere Gruppe war aber ruhig, sie ist auch weggegangen. Und die haben hier weiter Terror gemacht, auch draußen hier. Ne? Ja. Jetzt habe ich auch gegenseitig die Hände umgeschlagen, keine Ahnung. Also. Aber ist sicher, dass die Opfer nicht mehr da sind, ja? Auf uns haben die auch eingeschlagen, ne? Also, auf euch. Ja, ja. Zwei der mutmaßlichen Haupttäter provozieren Kommissarin Dana Tauch und ihre Kollegen immer wieder. Ja, laber mich nicht voll. Die Männer sind augenscheinlich stark alkoholisiert. Geh da mal wieder einen Meter zurück. Du sollst einen Meter zurückgehen. Doch. Du sollst einen Meter zurückgehen. Alter, der nimmt dich nicht ernst. Welche Sprache sprechen Sie? Englisch? Ukraine, ja, das kann ich nicht. Für die Polizei gilt jetzt einen Überblick gewinnen, Zeugen befragen und die Identität aller mutmaßlichen Täter feststellen. Also schlussendlich ist es wohl so, so wurde es von den Türstern erzählt, dass es eine größere Personengruppe, zu denen die beiden auch gehören und die weiteren, die dort hinten festgesetzt wurden, gehören. Diese Gruppe hat wohl in der Lokalität eine andere Gruppe grundlos geschlagen und auch die Türsteher geschlagen. Ja, mehr wissen wir aber allerdings auch noch nicht. Passport. Der Mann hat keinen Ausweis dabei. Ja, dann Telefon. Und der hat jetzt eine Schlägerei gehabt, oder was? Nur ein abfotografiertes Dokument im Handy. Der soll mal dieses Handy ruhig halten. Gib mal. Guter Herr. Gib mal dem Kollegen. Ich mach das mal. Nur unten halten. Es ist weder klar, wer der Mann ist, noch ob er in Deutschland gemeldet ist. Der Türsteher und andere Zeugen bestätigen aber, er und einige andere haben die Schlägerei angezettelt. Ja. Wie viel habt ihr denn da? Ein am Boden, noch einen daneben, eine Frau dazu. Okay. Was mit der Frau? Die fehlen nicht. Die fehlen nicht. Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, die können kein bisschen Wort, kein einziges Wort Deutsch. Die haben keine Ausweisdokumente dabei. Also müssen wir sie erstmal so mitnehmen und unsere beiden. Also die beiden Männer, die wir da hinten haben, auch 041, ja? Ja, würde ich erstmal sagen. Weiß ich erstmal Bescheid. Bis Identität und Aufenthaltsstatus der mutmaßlichen Täter geklärt sind, kommen sie mit auf die Wache. Für die Innenstadtpolizei ein typischer Einsatz in einer Samstagnacht. Heute Nacht ist gutes Wetter. Die Stadt ist voll aufgrund von diversen anderen Veranstaltungen. Die Leute feiern, trinken recht viel Alkohol und das ist dann so ein
Resultat, leider so ein Resultat im Laufe einer Nacht, dass man sich in die Haare bekommt, streitet. Der blinzelt sehr wenig. Und leider dann auch mal schlägt. Der nächste Dienst. Kommissarin Tauch und Oberkommissar Kliesch fahren Streife in der City. Ein regelmäßiger Anlaufpunkt, das Bahnhofsviertel. Rund um den Hauptbahnhof liegt ein Kriminalitätsschwerpunkt in der Stadt. Im Vergleich mit anderen Bahnhöfen gab es hier die zweitmeisten Gewaltdelikte bundesweit. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Wir machen einfach nur Kontrollen, wie immer. Der Bereich vor der Hilfseinrichtung Stellwerk ist Treffpunkt der offenen Drogenszene. Warten, kaufen, konsumieren. An manchen Tagen kampieren hier rund 100 Drogenabhängige. Ziel der Kontrollen, die Szene aufrütteln und das Sicherheitsempfinden der Menschen stärken. Wenn wir hier sind und kontrollieren oder halt eben die Gespräche suchen, dann geht das so nicht. Ne? Dann musst du entweder warten oder halt eben damit rechnen, dass, wenn wir es sehen, dir die Betäubungsmittel dann noch wegnehmen. Ja? So. Und die Hose runterlassen, während andere Leute noch hier sind, ist auch nicht so ganz cool. Der Suchtdruck ist da, so dieses Verlangen nach diesem, ich weiß gar nicht, was das für Gefühle sind oder was das in ihnen auslöst. Aber wenn halt dieses Verlangen da ist, dann halt um jeden Preis. Polizei und Stadt haben ihre Präsenz in dem Viertel deutlich erhöht, Kontrollen ausgeweitet. Wenn man mal ins Gespräch kommt mit den Personen hier und so die Geschichte dahinter dann auch mal erfährt, dann kann man sich zumindest in deren Lage ein bisschen besser hineinversetzen. Nichtsdestotrotz ist jeder seines Glückes Schmied und die Leute, die dann halt eben auch hier die Zeit verbringen, sind selbstverantwortlich, sie müssten ja hier nicht sein. Und wenn sie hier sein möchten, dann müssten sie halt eben dann auch mit den polizeilichen Maßnahmen rechnen und leben. Die Stadt hat eine Waffenverbotszone eingerichtet und die Polizei darf ohne Verdacht kontrollieren. Nicht erschrecken, die Polizei ist da. Ja? Ich gucke einmal in ihre Taschen nur rein, ja? Sind da noch Spritzen drin? Spritzen, Messer, gefährliche Gegenstände. Auch Dealer mischen sich gerne direkt unter die Konsumenten, suchen schnelle Geschäfte. Ich glaube, das ist eine präparierte Getränkedose und ich vermute. Ein Bunker. Hast du? Ja. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal Betäubungsmittel gefunden, sagt Dana. Also irgendwas ist gefunden. Fühlt er nicht so schlimm, ja. Hey, Mupfelmann, was geht? Chat, Mupfelmann ist da, sagt ihm Hallo. Ehrt ihm die Ehre. Also dort haben wir schon in ihrer Tasche Kokainkugeln gefunden. Und das könnte tatsächlich auch sogenanntes Crack sein. Das ist aufgekochtes Kokain. Im Innenfutter der Jacke hat Kommissarin Dana Tauch die Drogen gefunden. Wenn, finden wir es sowieso, ja? Wie viele Betäubungsmittel haben wir denn da? 6 oder 8 Kugeln. Oh. Das ist eine geringe Menge in dem Sinne noch zu dem, was wir sonst finden oder finden könnten. Aber nichtsdestotrotz ist dann halt schon, ja, im Straftatbereich sind wir definitiv. Da wird gerade vielleicht noch mehr gefunden. Ey, Drogen so schlimm, Schatz. Also das ist, so sieht es auch aus, erfahrungsgemäß, das ist Natron. Nimm keine Drogen. Ist quasi ein Streckmittel. Ja. Sieht auf Anhieb erstmal aus wie Kokain möglicherweise, weil weißes Pulver. Wird aber in der Regel dazu verwendet, um zu strecken bzw. aufzukochen. Das Kokain dann zu Crack. Hannover gilt als Crack-Hochburg. Während Corona ist die Zahl der Abhängigen um mehr als 30% gestiegen, schätzen Experten. Es ist ein Teufelskreis. Die Herrschaften haben in der Regel kein Geld. Heißt, sie sehen zu, irgendwo Geld zu organisieren, entweder durch den Verkauf von Drogen oder durch Diebstähle, die sie dann begehen, um dann das Diebesgut wieder weiter zu verkaufen, um dann Geld für den Drogenkonsum bzw. den Kauf von Drogen zu haben. Ja? Crazy. Die Frau hat keinen 30%, ja, ultra viel. Festen Wohnsitz und keinen Ausweis dabei. Deshalb nehmen die Beamten sie erstmal mit zur Polizeiwache direkt hinter dem Hauptbahnhof. Komm mit. So, einmal auf die Seite hier. Fast 2000 Drogendelikte hat die Polizei im Innenstadtbereich im letzten Jahr erfasst. Dauert einen Moment, ne?
Die Frau wird eine Nacht im Polizeigewahrsam verbringen und muss sich morgen direkt vor Gericht verantworten. Dana Tauch muss nun überprüfen, ob es sich bei den Drogen tatsächlich um Kokain handelt. Jetzt erstmal eine Nase. Ich gehe davon aus, dass man ihr dieses Päckchen übergeben hat, mit dem Auftrag hier, verteil das mal an die Leute, gerade auch, weil es die Szene typische Stückelung ist, 20er und 10er, die sie bei sich getragen hat. Und also wie gesagt, für, ich sag mal, nur für den Betäubungsmittelkonsumenten, für den einfachen Konsumenten ist es zu viel. Das sind 7 Kugeln jetzt an der Zahl. Und für den, ich sag mal, für den Dealer an sich, also der, der es halt wirklich jeden Tag macht und auch nicht in geringer Menge macht, ist es zu wenig. Die Dealer nutzen die Abhängigen, um selbst nicht ins Visier der Ermittler zu geraten. Zurzeit überschwemmt Koks den Markt, gilt als Trenddroge. Das ist auch so eine, es ist der falsche Ausdruck, wenn man sagt Alltagsdroge, aber man findet es jetzt auch nicht unbedingt nur in der Drogenszene, sondern auch bei dem üblichen Partyvolk, bei den Partyfeiernden. Und dann halt in anderer Form, wie man es dann möglicherweise hier, das testen wir auch gleich in der Form des Cracks, was eigentlich auch Kokain ist, nur durch das, was wir, durch Natron und durch Aufkochen dann so steinig wird, sag ich mal, so klumprig. Nach Cannabis ist Kokain die meistkonsumierte illegale Droge in Deutschland. Das ist ein Kokain-ESA-Schnelltest. Die Kristalle sollten sich dann in dieser Farbe, also leicht bläulich, verfärben. Das ist dann der Beweis, dass es sich um Kokain handelt. Ja, warte. Nicht so wackeln. Bleiben. Genau. So, jetzt ist dieser vermeintliche Brocken bzw. das Pulver unten drin, um es zu vermischen. Und wie wir sehen, es färbt sich blau. Die Verfärbung der Kristalle ist deutlich blau. Also wie der Test es auch anzeigt. Koks. Koks ist drin. Heißt, hierbei handelt es sich eindeutig um Kokain. Auch das Crack ist echt. Man tut das auf diese Pfeife, zündet es an, dann ist das Einzug und das Crack ist weg. Hat halt eine recht ordentliche Wirkung. Und macht halt ganz, ganz, ganz schnell abhängig. Die Drogen werden beschlagnahmt und später vernichtet. Das Polizeikommissariat Hannover-Mitte. Etwa 160 Beamtinnen und Beamte arbeiten hier in 3 Schichten. Dienstbeginn zum Spätdienst. Dem Opfer werden am Stellwerk Drogen angeboten. Opfer lehnt ab, es kommt zum Streit. Im Zuge dessen wird das Opfer geschlagen und getreten, mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen und 80 Euro werden ihm geraubt. Das wäre es nicht schlecht für Montag-Dienstag. Rund 24.000 Einsätze haben sie im Jahr, fast 66 pro Tag. Die besonderen Herausforderungen in dieser Dienststelle ist ein sehr hohes Arbeitsaufkommen, gefühlt und tatsächlich wohl auch. Wir haben es ja gerade gehört, was sich hier über den Tag alles so an Sachverhalten darstellt. Und für die Leute, die hier arbeiten, ist das eben sehr abwechslungsreich, sehr temporeich auch. Und das erfordert eine gewisse Konzentration, jetzt hier über mehrere Stunden eben solche Sachverhalte nach und nach abzuräumen. Action, sind wir mal ganz ehrlich. Also wenn wir hier nicht so viele Einsätze hätten mit diesen, ja, wie nenne ich es mal, Einsatzlagen und mit dieser Spannung und mit diesen... Der Vielseitigkeit, das macht's halt aus. Ne? Und, bei ihm habe ich das Gefühl, dass er da in diesem Raum, wo die Drogen gebunkert werden, das ein oder andere Mal auch privat reingeschneit ist. Ich arbeite hier sehr, sehr gerne. Ich werde auch hoffentlich noch viele, viele Jahre hier arbeiten, weil es mir halt Spaß macht, das, was uns hier jeden Tag erwartet. Bisschen Sasi. Der erste Einsatz des Tages lässt nicht lange auf sich warten. In ein Auto wurde eingebrochen. Erst vor wenigen Minuten soll es passiert sein. Moin, ist das Ihr Auto? Nicht. Wissen Sie, von wem das Auto ist? Das Auto gehört einer Ladenbesitzerin in der Altstadt. Der Zeuge bestätigt, dass der PKW vor 5 Minuten noch heile gewesen sein soll. Dann gucken wir mal. Danke. Kollegen fahnden sofort nach einem möglichen Täter. Dana Tauch und Patrick Liesch suchen nach Hinweisen. Also wir haben hier zumindest Spuren von Fingern, also Fingerabdruckspuren. Der Täter hat vermutlich mit irgendeinem spitzen Gegenstand oder einem schweren Gegenstand die Scheibe einfach eingeschlagen und in die Tasche gegriffen, die Tasche aufgemacht und reingegriffen.
Und so sieht es zumindest aus, da die Fingerspur, Abdruckspuren hier an einer Stelle sind, wo in der Regel keine sein sollten, weil wer fasst sonst gerade in diesem Bereich an, womöglich der Täter irgendwie in irgendeiner Art und Weise hier angefasst hat. Und wir gucken gerade mal, ob man diese Spuren halt auch sichern können, ob die auswertbar sind. Doch es sieht schlecht aus. Ich glaube eher das, weil die Spuren, so sieht zumindest aus, verwischt sind. Also so er ist dann möglicherweise mit den Händen hier so runtergerutscht. Heißt, die sind nicht auswertbar und demnach ist die Spurensuche, zumindest was die Fingerspuren angeht, wahrscheinlich eher schlecht zu bewerten. Doch so schnell geben die Polizisten nicht auf. Auch wenn die Aufklärungsquote bei Delikten dieser Art nur bei knapp 14% liegt. Ich sichere Vergleichsglas. Nennt sich so, damit wir, wenn wir denn hier in der Nähe noch irgendwie einen Tatverdächtigen zu dieser Straftat halt kontrollieren würden. Und bei dem kann man letztendlich so kleine Glasscherbchen, sag ich mal, oder Scherbchen gibt es nicht, das erfundene Wort. Entsprechend so kleine Splitter feststellen, in deren Tasche oder Jacke oder irgendwie Anhaftungen noch finden. Dann kann man das vergleichen und dann wäre das halt eben ein Indiz dafür, dass er halt eben hier zumindest beteiligt gewesen ist. Viele Bürger sind halt auch relativ leichtsinnig und lassen sichtbar irgendwo im Auto etwas liegen, wie hier zum Beispiel diese Tasche. Und das natürlich, ich nenne es jetzt mal gefundenes Fressen für die, die diese Straftaten begehen, um schnellstmöglich an Gegenstände, Wertgegenstände, Geld oder Ähnliches zu kommen. Wir haben das noch jetzt aufgeschlitzt. Ja, wir haben gerade schon recherchiert. Also oh, die ist richtig durch den Wind. Das haben wir gerade. Ist die Besitzerin vom Auto wahrscheinlich. Auch festgestellt. Wir haben noch nichts angefasst und gar nichts. Gucken Sie nur einmal kurz hier rein. Die Tasche war vermutlich zu, richtig? Ja. Okay. Oh Mann, Digga, F an Sie. Darunter so eine Badetasche. Ja. Deswegen würde ich Sie jetzt bitten, einmal gleich das Auto aufzumachen, dann mal reinzugucken, ob was ich in der Tasche fehlt. Genau, gehen Sie ihn von der anderen Seite. Ey, deswegen, Chat, lasst niemals eure Rolex-Uhren in eurem Auto liegen, wenn ihr weggeht. Die Ladenbesitzerin war in Eile. Oder auch so Goldbarren und sowas nicht im Auto liegen lassen. Hat deshalb ihre Tasche im Auto gelassen, sagt sie. Das ist die jetzt hier. Also es fehlt nichts, ja? Ein Gürtel fehlt. Ein Gürtel? Ja. Hochwertig, ja. Oder? Habe ich bei mir auch im Geschäft, die kosten 300 Euro. Oh. 300 Euro Gürtel? Okay. Meine Pumpe geht so. Weil ich bin heute Morgen gekommen, die Autobahn war voll, es waren ganz viele Unfälle halt auch. Da habe ich meine Mitarbeiterin gesagt, du, ich verspäte mich so ein ganz, ganz bisschen. Und vor 2-3 Wochen haben sie das Auto auf einer Seite aufgeschnitten. Und das Verdeck kostet 3000 Euro. Ne? Alter, yo. Und ich bin selber auch selbstständig. Und Digga. Da muss man auch mal gucken, dass man das auch alles verdient, das Geld. Ne? Alter. Seit 2019 sind die Einbruchszahlen in Pkw kontinuierlich gestiegen. Die war in der Tasche. Ja. Nehmen Sie am besten jetzt erstmal alles raus, was nicht nied- und nagelfest ist und von vielleicht ein bisschen wert, damit nicht noch jemand kommt und wieder was aus dem Auto rausholt. Und dann würde ich wirklich vorschlagen, wie Sie es auch sagten, recht schnell zumindest das Loch abkleben. Yeah. Für die Beamten ein typisches Beispiel für Gelegenheit macht Diebe. Außer dem Gürtel für 300 Euro fehlt nichts. Die kaputte Scheibe zahlt in der Regel die Versicherung. Der Mantel liegt auch hinten noch drin. Ja, klar. Sie rufen einfach morgen. Bei einer Dienststelle, morgen ist das der beste, bei unserer Dienststelle an oder bei irgendeiner Dienststelle ihrer Wahl, nennen das Kennzeichen und ihren Namen. Und dann kriegen Sie die Forderungsnummer genannt. Super. Ja? Vielen Dank. Sehr gerne. Alles Gute. Ach, danke, nee. Ja, doch. Ja. Schönen Abend noch. Danke für Sie auch, ne? Tschüss. Mir ist es Gott sei Dank noch nicht passiert, aber sicherlich ein komisches Gefühl, wenn jemand Fremdes in dem eigenen Eigentum wühlt, nächstes Mal, oder Eigentum beschädigt und auch stiehlt. Ich kann die da voll und ganz verstehen. Und dann ist es halt auch unsere Aufgabe, so ein bisschen, nett zureden, ein bisschen beruhigen und sensibilisieren. Ich habe sie eben auch darauf hingewiesen, dass sie vielleicht überlegen sollte, nichts in ihrem Auto liegen zu lassen. Schlussendlich ist das aber ein häufiges erlebtes Phänomen, dass die Leute natürlich aufgelöst sind, weil man es ja auch nicht alle Tage erlebt. Für das Polizeiteam ist der Fall allerdings Alltag. Dana Tauch ist seit 7 Jahren in der Mitte. Patrick Liesch seit fast 10 Jahren im Innenstadtrevier. Schauen
Ihre nächste Streifenfahrt führt sie wieder zur Hilfseinrichtung Stellwerk direkt hinter dem Hauptbahnhof. Oberkommissar Kliesch fällt ein Mann im Rollstuhl auf, an dem noch medizinische Geräte hängen. Guter Herr. Das ist ein Intensivkatheter. Okay, und da dürfen Sie so mit durch die Gegend fahren? Ja, aber Sie gehören doch wahrscheinlich ins Krankenhaus, oder nicht? Da komme ich gerade her und da fahre ich auch gleich wieder hin. Ich muss hier nur was abklären. Okay. Lass mich einmal noch Ihre Personalien überprüfen, gerade einen Moment. Ja, jetzt mal ohne Witz. Ich will jetzt nichts Böses, ne? Aber das ist ja jetzt nicht der Zustand, womit man hier rumhängen sollte, oder? Wir sind hier am Stellwerk, haben hier eine Person im Rollstuhl mit Dauerkatheter und irgendwelchen mechanischen Sachen am Rollstuhl. Ich krieg eine abgängige Person aus dem Kleben hier rein. Klappe und eine tarnfarbene Weste. Was hat er da an seinem Rollstuhl? Ein Katheter? Ich fahr jetzt zurück. Würdest du mal einen 105 hier zum Fick herschicken? Nee, ich fahre nicht mit dem 105. Ich fahre jetzt so zurück. Nee, das machen wir so nicht. Warum nicht? Nee, ich hole jetzt einen Krankenwagen, weil Sie so nicht alleine irgendwo hinfahren. Ist der aus dem Krankenhaus ausgebrochen, um zum Drogenplatz zu fahren auf seinem Rollstuhl, um Crack zu rauchen? Ja, schlussendlich möchte er natürlich. Das ist ja auch sein gutes Recht, aber hier geht es um Gesundheit. Und ich sag mal ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was das für ein Gerät ist. Er sagt ein Dauerkatheter. Chat, ernsthaft. Eins, wer von euch drogensüchtig ist. Zwei, wer es nicht ist. Ernst. Okay, viele Drogensüchtige. Ich hoffe, die meisten machen Spaß. An alle Drogensüchtigen, tut mir den Gefallen und holt euch morgen Hilfe. Nee, holt euch jetzt Hilfe. Wenn ihr ein Drogenproblem habt, wenn ihr das irgendwie selber gerade ein bisschen eingesehen habt, warum auch immer, ruft jetzt eure Eltern an und sagt euren Eltern, Mama, es ist mir echt peinlich, aber ich habe ein Drogenproblem. Ich brauche Hilfe. Und geht zu einer Drogentherapie und fangt jetzt an, etwas zu verändern, weil sonst werdet ihr eines Tages da enden, wo der Bruder auch geändert ist und mit einem verfickten Drecksrollstuhl und einem Katheter zu einem Drogenplatz fahren und euch Crack kaufen. Chat, werft euer Leben nicht weg, Digga. Ehrlich. Das Leben ist zu schön, um deswegen Drogen komplett wegzuschmeißen. Schlussendlich hat man das jetzt nicht ohne irgendeinen Grund. Und von daher, ich fahre jetzt da vorne um die Ecke. Ja, machen Sie nicht. Sie bleiben jetzt ganz einfach hier. Der Mann wurde vom Krankenhaus schon als vermisst gemeldet. Die einzige Droge in eurem Leben sollte ich sein, Schat. Hi. Der Herr ist aus dem Klemi abgängig. Ja. Er möchte nicht mit. Aha. Guten Tag. Da der Mann sich selbst gesundheitlich gefährdet, dürften die Polizisten den Mann zur Gefahrenabwehr notfalls auch gegen seinen Willen mitnehmen. Alles gut? Okay. Ich muss mir mal eben das Piepen angucken. Das ist der Akku. Ja. Wäre vielleicht ganz gut, wenn man den mal wieder aufladen würde, ne? Wäre. Digga, what? Ganz gut. Wenn ich schon da wäre, wo ich hin wollte, dann wäre ich schon wieder zurück. Und einfach so das Krankenhaus verlassen? Nur weil man irgendwas erledigen möchte und dann später zurückfahren, das ist natürlich... Das ist nicht auch einfach Diebstahl? Hat er nicht einfach einen Katheter da geklaut? Die Ärzte machen sich ja wahrscheinlich jetzt auch Gedanken, wo sie sind. Das wird jetzt wie folgt gleich laufen. Das ist einfach so. Ich glaube, dass die Herrschaft vom RTW sie ins Krankenhaus bringen. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Wir können das Ganze jetzt gleich einfach so machen. Aber es wäre doof, wenn das Ganze unter, ja, ne, Zwang oder Ähnliches passieren muss. Eine Mischung aus Empathie und klaren Worten. Wie so oft als Streifenpolizist die richtige Strategie. Ja, was soll ich sagen? Also natürlich ist man erleichtert und man redet immer wieder ein. Aber irgendwann geht's halt nicht mehr. Und dann muss man halt auch mal ein bisschen strikter und ein bisschen resoluter werden. Und es hat ja jetzt auch funktioniert. Also schlussendlich wusste er ganz... Ist das cringe oder ist das cringe? Ich war vor einer Stunde an der Tanke und habe der hübschen Mitarbeiterin meine Nummer auf ein Blatt Papier in einem Geldschein gegeben. Bruder, tu dir einfach den Gefallen und geh dann nie wieder tanken. Okay? Fahr nie wieder in deinem ganzen Leben dahin zum Tanken.
Nimm lieber das Fahrrad in Zukunft, ja. Ganz genau. Wir sitzen am längeren Hebel oder die RTW-Besatzung. Und ja, so leid es mir tut, ich befürchte, dass wir ihn bald schon wiedersehen werden. Aber zumindest ist jetzt erstmal ja, die Gefahr gewappnet. Der nächste Einsatz, mitten in der Fußgängerzone in der Innenstadt. Wir haben jetzt einen Einsatz bekommen zum hiesigen Kaufhaus. Dort hat ein minderjähriger Junge oder Jugendlicher, 17 Jahre, gestohlen. Er hat keinen Ausweis dabei und ja, den nehmen wir uns jetzt mal an. Der mutmaßliche Dieb soll versucht haben, ein hochwertiges Oberteil zu stehlen. Da er zumindest behauptet, noch minderjährig zu sein, nehmen sie ihn mit zur Wache. Warum? Weil wir. Da ganz hinten rein. Genau, ganz hinten, ne, Ecke. Da hinten, ganz hinten rein. Er spricht leider nicht so gut Deutsch, dementsprechend ist die Kommunikation ein bisschen schwierig. Aber er gibt zu, dass er das halt eben geklaut hat. Es war auch ganz gut zu sehen. Es war da, wo die Sicherung an der Jacke halt eben sich vorher befunden hat, da war ein riesiges Loch, also es wurde halt rausgerissen. Und er dementiert es halt auch nicht. Ne? Also er sagt, ja, Zapzarab. Also Zapzarab ist so der Begriff, der allgemeine Begriff für, ja, ich hab's geklaut. Okay. Obwohl er seinen Namen und seine Wohnanschrift angegeben hat, dürfen die... Hey Chat, anstatt in Klamottenläden Klamotten zu stehlen, solltet ihr lieber die neuen Left Lane Basic Zipper kaufen. Meine Damen, meine Herren, es ist soweit. Also es dauert noch ein bisschen, bis die rauskommen, aber wir bringen bei Left Lane einfach Zipper, Bruder. Und ich sag euch ganz ehrlich, wie hübsch sehe ich aus? Und Chat, die kommen nicht nur in Schwarz, die kommen in 8 Farben. Wir erweitern die Basics um 4 Farben. Es kommen 4 neue Farben dazu. Es kommen Jogger, Zipper und 4 neue Hoodies. Gut, genug Werbung. Wir machen weiter mit dem Video. Die Polizisten. Wann kommen die raus? Also Chat, bei Left Lane steht viel an. Das nächste, was bei Left Lane kommt, ist der WhatsApp-Drop. Es gibt ein exklusives Piece, was es nur für Leute gibt, die in der WhatsApp-Gruppe sind. Also in der Left-Lane-WhatsApp-Gruppe. Der kommt ziemlich bald, das dauert nicht mehr lang. Ich weiß, da warten auch schon viele Leute drauf. Danach kommt der Basic-Drop und danach kommt noch ein normaler Drop, sage ich mal. Und dann kommt Motorradbekleidung, Chat, tatsächlich. Wenn alles klappt. Nicht einfach wieder gehen lassen, sondern müssen ihn seinen Eltern übergeben. Okay, einmal dorthin setzen, genau. Wir kommen gleich zu dir, ja? Ja, warten, genau, warten und dann Mama, Papa anrufen. Ich nicht für meine Kontakt. Hast du die Nummer im Kopf? Keine Nummer im Kopf. Keine Nummer im Kopf? Okay. Воспользоваться интернетом, Instagram. Но мало вероятно, что у них будет интернет, понимаете? Also er sagt gerade, dass er die Nummer seiner Eltern nicht kennt und sie häufiger Kontakt über Instagram haben. Deswegen müssen wir jetzt erstmal gucken, wie wir an Daten von ihm kommen. Instagram nutzen ist natürlich hier etwas schwierig. Deswegen schauen wir mal, wie wir Kontakt zu den Eltern bekommen. Erste Verständigung per Übersetzungs-App. Für die rechtliche Belehrung und den Tatvorwurf übersetzt eine russisch sprechende Kollegin. Weiterhin behauptet der junge Mann, die Nummer seiner Eltern nicht zu kennen. Dass er dann auch keinerlei Kontaktdaten zu seinen Eltern hat, danke, Chat, ist komisch. Also wir werden jetzt gleich mal gucken, wie wir vielleicht Kontakt zu den Eltern aufbauen können. Sollte das nicht gelingen, werden wir uns noch andere Schritte einfallen lassen oder uns was anderes überlegen. Eine Überprüfung im Polizeicomputer hat außerdem ergeben, der junge Mann ist schon häufiger durch Ladendiebstahl aufgefallen. Okay. Und auch am heutigen Tag war der Diebstahl im Kaufhaus offenbar nicht seine erste Tat. Im Rahmen der Durchsuchung nach eventuellem weiteren Diebesgut wurden wir fündig. Hier sieht man halt eben auch noch dieses abgerissene Schild, das Preisetikett. Hier diese Sicherung, dieses Plastikteil. Und von daher, es riecht auch noch ziemlich neu.
Von daher wird das nun auch sichergestellt und dann wird man sich mit den Geschäften in Verbindung setzen, wird da dann halt eben auch nochmal die Strafanzeige einholen und dann gibt es dazu noch zwei weitere Straftaten. Bei Wiederholungstätern droht eine hohe Geldbuße oder sogar Gefängnis. Klar ist es irgendwo im ersten Moment eher erschreckend, würde ich sagen, weil die Leute halt die Hemmung verlieren, diese Straftaten immer wieder zu begehen. Aber ja, gut, letztendlich, es ist so und irgendwann siegt auch da die Gerechtigkeit. Und dann gibt es die entsprechende und hoffentlich faire Strafe. Obwohl der junge Mann polizeibekannt ist, ist es offenbar noch nie gelungen, Kontakt zu den Eltern aufzubauen. Ihn einfach wieder gehen lassen, das dürfen Dana Tauch und Patrick Liesch aber nicht. Und einmal hinterher. Es bleibt nur die Übergabe an die Stadt. Höchste Geldstrafe, die du je zahlen musstest? 3.000? Wir haben ihn jetzt zum Jugendamt gebracht, in die Clearingstelle. Und von dort aus wird versucht, entweder die Eltern zu kontaktieren. Ja, das war die Rolex-Geschichte, Chat. Also 3.000 Strafe wegen Bargeld und dann nochmal 10.000 Euro wegen der Uhr. Oder es wird ein Weg gesucht, wie er dann halt eben in die Heimat zurückkehren kann, beziehungsweise halt da zu der Wohnadresse, wo er denn wohnt und nächtigt. Dann die Nachricht über Funk. Der Mann im Rollstuhl ist schon wieder aus dem Krankenhaus verschwunden. Hanno 59 31. Abgängige Person am Stellwerk angetroffen. Kommt der 30 31 noch hinzu? Guten Abend. Das zweite Mal heute. Jo, das ist nicht schon wieder der Typ im Katheter-Chat. Ja, und du? Das ist der. Ja, dasselbe Spiel wie vorhin schon wieder. Digga, der ist schon wieder abgehauen aus dem Krankenhaus. Jetzt kommt gleich wieder ein Rettungswagen, der sie wieder dahin bringt. Und noch ein zweites Funkstreifen. Es geht um den Zugang. Hier, da macht man sich Sorgen, dass sich das entzündet. Der muss raus, wenn sie hierher kommen. Das wird eine unendliche Geschichte mit ihnen. Diesmal leistet der Mann weniger Widerstand. Crazy, Mann. Wie oft wollen sie das Spiel denn noch so machen? Dass sie immer wieder hier was klären müssen. Die Schicht von Dana Tauch und Patrick Liesch ist fast vorbei. Deshalb übernehmen nun die Kollegen das Warten auf den Rettungswagen. Abend. Bis zum nächsten Mal. Mach es gut. Tschüss. Schlägereien, Drogen oder Diebstahl. All das gehört zum Alltag für Patrick Liesch und Dana Tauch von der Polizeiwache Hannover Mitte. Natürlich könnte man das auf dem Land, in der Landdienststelle einfacher haben und stressfreier, würde ich es jetzt mal betiteln. Aber genau das ist das, was es ausmacht. Aber diese Abwechslung, unterschiedliche Sachen, Einsätze, unterschiedliche Menschen, gefordert zu werden, also vielleicht auch mal an die Leistungsgrenze zu gehen, über den Tellerrand drüber hinaus gucken und einfach viel zu tun zu haben, Abwechslungsreiches zu tun zu haben und ja, das haben wir hier in der Innenstadt ausgiebig und auch recht viel und häufig und das macht halt dieses Innenstadtrevier aus. Okay, Chat, Reportage ist zu Ende. War ganz geil eigentlich, oder? Ich fand die eigentlich ganz gut.